So, also heute geht es um kürzeste Wege in Grafen. Ich denke, das ist vom Titel her schon verständlich, was da gemacht wird. Also man hat irgendwie einen Graf gegeben und möchte beispielsweise wissen, wie komme ich am schnellsten von dem Knoten zu dem Knoten. Ja, hier sieht man das natürlich sofort, aber stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie 10.000 Knoten und suchen dann kürzesten Weg. Oder man möchte wissen, die kürzesten Wege zwischen allen Knotenpaaren, das sozusagen auf einen Schlag berechnen. Ja, also ich möchte nicht individuell berechnen, wie ich am schnellsten von A nach H komme, sondern beispielsweise wissen, was ist der kürzeste Weg von A nach B, von A nach E, von A nach H, von A nach F und so weiter und so fort. Ja, aber auch beispielsweise, wie komme ich am schnellsten von G nach C und so weiter. So, gucken wir uns zunächst wieder so ein paar Begrifflichkeiten an. Ich nenne das jetzt ein ganz klein wenig anders. Ich nenne es nämlich jetzt Netzwerk. Ein Netzwerk ist aber nichts anderes als ein Graph G, ja, genauso wie wir das bislang schon kennengelernt haben. Und ich hatte das auch schon mal gesagt, dass wir teilweise eine Kantenbewertung mit dabei haben und das macht sozusagen so ein Netzwerk aus. Das heißt, neben diesem Graphen G habe ich jetzt noch eine Gewichtung der einzelnen Kanten, typischerweise mit so einer Funktion W, oder das ist hier soll so ein griechisches Omega sein, die halt jeder Kante eine reelle Zahl zuordnet. Den ersten Algorithmus, den wir uns gleich anschauen werden, da arbeiten wir nur mit positiven Kantengewichten. Der wird definitiv nicht funktionieren, wenn es beispielsweise auch Kanten mit negativem Gewicht gibt. Ja, so in betriebswirtschaftlichen Anwendungen kann das schon mal der Fall sein, dass man da auch mit negativen Kanten arbeitet. Ja, also der erste Fall ist, dass wir uns hier mit positiven Gewichten beschäftigen. Ich nenne das immer irgendwie Kantengewicht. Genau. Ja, und eigentlich ganz natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kantenzug habe, also eine Folge von Kanten, dann addiere ich einfach die Kantengewichte auf, um sozusagen die Länge oder das Gewicht des gesamten Kantenzuges zu quantifizieren. Ja, das ist dann einfach sozusagen der Wert Omega E1 bis Omega En und das Ganze summiert. Ja, irgendwie völlig natürlich, denke ich mal. Was haben wir noch? Genau, und ich schreibe dann, wenn ich jetzt beispielsweise so einen Kantenzug habe, ja, wenn ich den beispielsweise mit Groß W abkürze, dann schreibe ich einfach Omega von Groß W und meine damit dann sozusagen genau diese Summe hier oben. Ja? Wenn ich einen ungerichteten Graphen habe, dann ist das halt auch ein gerichteter Kantenzug, das ist natürlich irgendwie klar. Ja? Und Kanten werde ich dann typischerweise natürlich auch nur verwenden können in ihrer Ausrichtung. Ja? Also das ist nicht immer symmetrisch. Wenn Sie an ein Straßennetzwerk denken, kennen Sie das, da gibt es Einbahnstraßen. Oder wenn Sie sowas dynamisch machen, ja, da gibt es mal irgendwie einen Stau, da sucht man irgendwie einen anderen Weg. So, was haben wir noch? Genau, also zur Veranschaulichung des Bewertungsbegriffes kann man sich Längen in einem Straßensystem vorstellen. Das kann aber alles Mögliche sein. Das können irgendwie Kapazitäten sein, das können Wahrscheinlichkeiten sein, beispielsweise Wahrscheinlichkeiten, um irgendwie zu bewerten, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit einer bestimmten Leitung ist. Das können Kosten sein, das kann Zeitdauer sein, alles Mögliche. Ja, aber von der Vorstellung am einfachsten ist, man stellt sich irgendwie eine Straßenkarte vor, hat irgendwie Weglängen und dann natürlich sucht halt entsprechend den kürzesten oder wenn ich von Zeitdauer spreche, halt den kürzesten, zeitlich minimalen Weg oder den günstigsten Weg, wenn ich mit Kantengewichten Kosten verbinde. Genau, das hatte ich eben schon gesagt. Also manchmal ist das sinnvoll, nur positive Kantengewichte zuzulassen. Also wenn ich jetzt an so eine Straßenkarte denke, ist das sicherlich durchaus sinnvoll. Da habe ich nur positive Kantengewichte. So, dann brauchen wir noch den Abstandsbegriff. Und zwar, wenn ich jetzt so ein Netzwerk habe. Jetzt betrachte ich zwei beliebige Knoten in meinem Netzwerk. Also irgendwie A, B aus der Knotenmenge meines Graphen. Dann sage ich, dass der Abstand zwischen A und B, und das kürze ich ab mit D von A, B, ja, das ist die Länge eines minimalen Weges oder die Länge eines kürzesten Weges von A nach B. Ja, wenn wir uns hier beispielsweise angucken, ja, hier kann ich ja, wenn ich mir diesen Graph angucke, wenn ich von A beispielsweise zum Knoten H komme, ja, dann habe ich diesen Weg, den kann ich gehen, ich kann diesen Weg gehen, ich kann den Weg hier oben gehen.
Ja, und ich suche mir jetzt sozusagen den minimalen Weg raus und das definiert den Abstand zwischen Knoten A und H. Und in diesem Fall ist das, wenn ich das richtig sehe, Abstand 18. Ja, das ist im Prinzip genau dieser Weg. Ich habe hier noch, nee, stimmt gar nicht, Knoten der hier, der ist noch kürzer. Ja. Ich gehe hier hin, ich gehe hier hin, gehe hier hin, hätte insgesamt Länge 15. Dieser direkte Weg hier, zumindest optisch direkte Weg, hätte 18. Wenn ich hier oben lang gehe, habe ich 26, 33. Wenn ich hier unten lang gehe, habe ich 19. Es gibt noch weitere, aber ich glaube, der kürzeste Weg und damit dann sozusagen auch den Abstand definierende Weg ist dieser hier mit dem Gewicht 2 plus 12 plus 1 macht 15. Genau, ein kürzester Weg ist dann halt, oder ein kürzester Weg zwischen A und B ist dann auch genau ein Weg mit dieser Länge. Also wenn ich das jetzt zukünftig verwende, D, Klammer auf, A, B, Klammer zu, dann meine ich damit immer den Abstand und das ist halt definiert als die Länge eines kürzesten Weges. Wenn wir uns gleich einen Algorithmus angucken, da wird diese Größe schrittweise berechnet werden und initial setzen wir das dann typischerweise auf so einen Wert unendlich oder max-int, je nachdem, also wenn ich das irgendwie implementieren will, auf irgendwie eine Größe, die definitiv größer ist als ein kürzester Weg, weil ich die dann sozusagen schrittweise immer verkleinere, bis ich bei der Länge eines kürzesten Weges angekommen bin. Wenn ich keinen Weg finde, definieren wir das als unendlich, diesen Abstand. Und für einen Knoten selbst, sozusagen hier von A nach A, das definieren wir als 0, den Abstand. Ja, beispielsweise, was haben wir hier? Das wäre, wenn ich mich da nicht verguckt habe, 20, 24, 19, 13, das passt, glaube ich. Ja, also ich müsste mir jetzt, um das wirklich definitiv sagen zu können, dass das der Abstand ist, müsste ich mir jetzt alle Möglichkeiten anschauen, wie ich von A nach B komme. Ja, und wenn ich das richtig vorbereitet habe, ist das in der Tat der kürzeste Weg und damit auch der Weg, der diesen Abstand hier definiert. So, wenn wir keine Beschränkung bezüglich des Vorzeichens haben, nehmen wir mal an, ich mache hier ein negatives Vorzeichen davor. Was würde dann passieren, wenn ich nach dem Abstand frage zwischen zwei Knoten? Dann könnte ich ja beispielsweise, wenn ich von A nach B gehen will, dann gehe ich erstmal hier hin und dann gehe ich hier hin. Ja, dann laufe ich nicht den direkten Weg, sondern laufe ich erstmal hier hin. Dann habe ich ja schon mal wieder 10 abgezogen von meiner bisherigen Weglänge. Ja, dann habe ich sozusagen einen Kreis, kostet mich dann genau 6 Einheiten. Ja, dann laufe ich erstmal irgendwie 100 Mal hier rum, um dann irgendwann hier anzuhalten. Und wenn ich 101 Mal laufe, ja, dann werde ich immer noch wieder irgendwie ein bisschen günstiger. Das heißt, wenn ich sowas habe, negative Weglängen und ich habe zusätzlich Kreise im Graphen, dann ist das nicht ganz unproblematisch. Ja. Also, wenn wir sowas haben, wir haben negative Kreise, ja hier sozusagen nochmal so ein bisschen an einem einfacheren Graphen dargestellt. Wenn ich jetzt hier einen Knoten A betrachte, ich habe einen Knoten B und ich habe irgendwie drei Knoten XYZ. Ja, sozusagen ein ganz einfaches Beispiel. Und der kürzeste Weg oder der Abstand, ja, wenn ich jetzt hier betrachte, ich habe hier Kantengewicht 1, hier habe ich minus 3 als Kantengewicht, minus 1. Ja, und sozusagen mit jedem Kreis, den ich hier laufe, ja, packe ich sozusagen minus 1, ja, minus 3, dann ziehe ich da 2 von wieder ab oder addiere da 2 drauf, bin ich bei minus 1 und jeder Kreis, den ich hier laufe, oder so muss ich herumlaufen, weil die Kanten in dieser Richtung zeigen, ja, würde sozusagen den Kantenzug oder die Länge oder das Gewicht des Kantenzuges zwischen A und B verringern. Ja, darum muss man da so ein bisschen aufpassen. Wir hatten aber gesagt, bei dem Weg im Unterschied zum Kantenzug taucht eine Kante niemals doppelt auf. Ja, darum kann uns das jetzt erstmal nicht, zumindest beim Verständnis des Abstandsbegriffes,
erstmal nicht stören, weil wir das als Länge eines kürzesten Weges und nicht als Länge eines kürzesten Kantenzuges definiert haben. Ja? Aber der Algorithmus, den wir uns gleich angucken, der funktioniert dann nicht, wenn wir sowas haben, wenn wir negative Kantengewichte dabei haben. So, hatte ich eben auch schon eingangs ganz kurz gesagt, es gibt unterschiedliche Problemstellungen. Einmal das sogenannte Single Source Shortest Path Problem. Das heißt, ich habe irgendwie einen Startknoten gegeben und ich suche den kürzesten Weg zu allen übrigen Knoten des Netzwerkes. Das heißt, ich hätte hinterher hätte ich gerne eine Ergebnistabelle, wo dann sozusagen für jeden Knoten meines Graphen ein numerischer Wert steht, der halt gerade den Abstand dieses Knotens zu meinem Startknoten angibt. Andere Fragestellung wäre das Single Destination Shortest Path Problem. Das war der kürzeste Weg von jedem Knoten zu einem bestimmten Knoten. Ja, also nicht ausgehend von einem Knoten, sondern zu einem Knoten hin. Dann das Single Pair Shortest Path Problem, wenn ich genau den kürzesten Weg zwischen zwei gegebenen Knoten suche. Also ich hätte gerne U und V und möchte dann gerne wissen, wie schnell komme ich von U nach V. Ja, der Algorithmus hier oben würde das natürlich mitlösen. Der hier unten würde das auch mitlösen. Aber ich brauche halt auch nicht den Abstand zu mehr Knoten als nur zwischen U und V. Ja, und der vierte Fall oder das vierte Beispiel ist das sogenannte All Pairs Shortest Path Problem. Da sucht man kürzesten Weg zwischen zwei Knoten und zwar zwischen zwei beliebigen Knoten oder für alle Knoten U und V meines zugrunde liegenden Graphen. Wir werden uns heute angucken einen Algorithmus hierfür, für das Problem hier oben. Da gucken wir uns auch zwei an. Einmal einen Algorithmus, das ist eigentlich so der bekannteste Algorithmus, der Algorithmus von Dijkstra. Das ist der, der nur auf positiven Kantengewichten arbeitet. Und dann gucken wir uns noch einen zweiten Algorithmus an, der löst das gleiche Problem, lässt aber auch negative Kantengewichte zu. Und wir gucken uns den Algorithmus hier unten an. Ja, und das hier oben, was wir da uns anschauen werden, wird wieder so ein Algorithmus sein, der mit dieser Greedy-Strategie arbeitet, der also irgendwie lokal guckt, okay, wie kann ich mich jetzt am besten verbessern? Und der hier unten, das wird ein Beispiel sein für diese dynamische Programmierung. Damit fangen wir mal an. Algorithmus von Dijkstra. Also der löst dieses Problem. Ich habe einen Startknoten und möchte gern wissen, den Abstand zu allen übrigen Knoten. Und da das heißt, was wir jetzt haben, Netzwerk, und was ich eben schon sagte, wir haben die Einschränkung, dass das Kantengewicht oder dass die Kantengewichte nur positiv sind. Das heißt, unsere Abstandsfunktion bildet ab die Kanten auf die Menge der positiven reellen Zahlen. Wir haben einen Startknoten gegeben und genau am Ende, oder was der Algorithmus berechnet, der berechnet so eine Abstandstabelle, ja, was ich eben auch schon sagte, und in der Abstandstabelle können wir dann später ablesen, den Abstand eines beliebigen Knotens, hier jetzt als V gekennzeichnet, das macht halt für jeden Knoten den Abstand von dem Knoten V0 zum Knoten V. Ja, und wir geben den Algorithmus jetzt mal direkt an. Der ist eigentlich so von der Form her relativ einfach. Hier vorne initialisieren wir, da wird diese Tabelle oder dieses Array D, indem wir dann später die Abstände speichern werden, wird initialisiert mit dem Wert unendlich, ja, sodass wir dann sozusagen im Laufe des Algorithmus das Ding dann immer verbessern. Ja, das passiert hier unten in der Zeile, da wird geguckt. Da wählen wir sozusagen eine Kante aus und wir gucken uns an den bisherigen Wert des Abstandes für diesen Knoten und schauen uns eine bestimmte Kante an, über die wir diesen Knoten erreichen und schauen, ob wir über diese Kante sozusagen günstiger zum Knoten V hinkommen. Ja, und die Auswahl sozusagen der Kandidaten, für die wir das überprüfen, passiert wie folgt. Wir initialisieren hier so eine Menge T,
Das ist die Menge der Knoten, für die wir bislang diesen Abstand noch nicht bestimmt haben. Ja, und dann ist der gesamte Algorithmus eigentlich nur eine einzelne Schleife, aus der schrittweise Knoten aus dieser Menge T entnommen werden. Ja, also solange dieses T nicht leer ist, suchen wir uns einen Knoten aus T aus, für das der bisherige Abstandswert minimal ist. Ja, und wir werden anfangen mit dem Knoten, mit dem Startknoten V0. Das ist der Knoten, von dem aus wir jetzt diese Abstände berechnen. Ja, das ist der einzige Wert, das ist der Kandidat, der am Anfang minimal ist. Ja, dann entfernen wir den hier. Und dann gucken wir uns an, alle Knoten, die wir von diesem Knoten U, den wir hier ausgewählt haben, erreichen können. Ja, das ist sozusagen hier eine Schleife über die Adjazenzliste. Und dann gucken wir uns an von dem bisherigen Knoten, das ist ja jetzt hier der Knoten U, gucken uns die Knoten V an, die wir erreichen können. Und für diese Knoten V gucken wir nach, kommen wir jetzt über diesen Knoten U günstiger zu diesem Knoten V oder nicht? Das ermitteln wir genau in Zeile 9. Ja? Und das machen wir halt in einer Schleife, bis wir sozusagen alle Knoten bearbeitet haben. Und bevor wir uns überlegen, dass das auch tatsächlich funktioniert, gucken wir uns ein Beispiel an. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, auch das ist wieder so ein Algorithmus, hatte ich eben schon gesagt, der arbeitet nach dieser Greedy-Strategie. Ja, und entscheidend dafür ist, ja, wir gucken uns sozusagen den Knoten an, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die größtmögliche Verbesserung verspricht. Ja, also wir suchen uns den Knoten aus, für den der bisherige Abstandswert minimal ist. Ich habe jetzt hier, trage ich ein in der Tabelle sozusagen unseren aktuellen Knoten U. Ich trage die Menge T ein und hier ist die Tabelle der bisher ermittelten Abstände. Ja, und ich fange an mit der Initialisierung hier oben. Da bekommt der Wert V0, das ist in meinem Fall, habe ich gesagt, ich starte jetzt mal vom Knoten A aus, bekommt den Wert 0, alle übrigen bekommen den Wert unendlich. Und die Menge T initialisiere ich mit allen Knoten meines Graphen. Das heißt, das sind die Knoten von A bis zum Knoten H. So, und jetzt fängt diese Schleife an hier, also sozusagen Iteration 0, erste Iteration, jetzt steigen wir hier in die Schleife ein. Und jetzt wählen wir uns im ersten Schritt das U aus, für das DU minimal ist. Das ist natürlich jetzt sozusagen zu diesem Zeitpunkt der Knoten A. Das ist der einzige Knoten, der sozusagen bislang einen vernünftigen Wert hat, wenn ich jetzt mal diesen Wert unendlich als unvernünftig bezeichne. Also der Knoten A hat den Abstand 0 zu sich selbst. Der wird auch nicht mehr kleiner werden. Das wird unser erster Kandidat für U sein. Und dann gucken wir uns an, ja, für alle Kanten, die ich von U aus erreiche, alle Knoten, die ich von U aus erreiche. Das heißt, wir werden jetzt den Abstand, den bisher ermittelten Abstand von B, C und D, ja, das, ich weiß nicht, das sehen Sie vielleicht ein bisschen schlecht, das soll ein gerichteter Graph sein. Die Pfeile sind relativ klein hier. Ja, also diese Kanten gehen alle von A aus, die gehen alle in diese Richtung. Und das heißt, wir würden jetzt anhand dieser Zeile 9 hier diese Abstandsbegriffe für oder Abstandswerte für B, C und D überprüfen. Und zwar als Minimum des bisherigen Abstandes. Ja, die haben alle bislang den Wert unendlich. Plus und sozusagen der Wert von U plus die Kante, die von U nach V führt. Ja. A selbst hat bislang den Abstand 0. Das heißt, B würde jetzt den Wert 18 bekommen, ja, weil die Kante von A nach B hat Kantengewicht 18. C würde den Wert 1 bekommen, weil das Kantengewicht 1 ist. Und D würde den Wert 2 bekommen, weil das Kantengewicht 2 ist. Ja. Gleichzeitig würde der Knoten A aus der Menge T entfernt werden. Das passiert hier. Ja, die würden aktualisiert werden und schon ist im Prinzip der erste Schleifendurchlauf fertig. Genau, ich habe hier auch in der grafischen Darstellung sind sozusagen die Kanten orange gefärbt, die später dann einen kürzesten Weg zu den jeweiligen Knoten darstellen. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist der kürzeste Weg von A nach B,
geht über diese Kante. Ja, die Kante haben wir noch nicht untersucht. Der kürzeste Weg von A nach C geht über diese Kante und der kürzeste Weg von A nach D geht über diese Kante. So, Schleife steigt wieder ein. Hier oben, wir suchen wieder das U raus aus der jetzt verbleibenden Menge T, für das DU minimal ist. Das wäre in diesem Fall der Knoten C. Ja, der hat den bisherigen Abstand 1 und von dem aus suchen wir jetzt weiter. Das heißt, von C aus würden wir zwei Kanten untersuchen, nämlich diese Kante und diese Kante. Diese Kante hier, die geht von E nach C zurück. Der Pfeil ist irgendwie ganz klein. Also wir gucken uns an, wie sieht das aus, wenn ich von C nach B gehe und wie sieht das aus, wenn ich von C nach F gehe. Wenn ich von C nach B gehe, das heißt, ich gucke mir jetzt den Abstand von B an, der ist bislang 18, ja, und vergleiche den hier mit dem mit diesem Wert und das wäre jetzt der Abstand von C plus die Kosten der Kante von C nach B. Das heißt, es wäre 9. 9 ist kleiner als 18, das heißt, wir würden den Wert für B aktualisieren. Ja, aus 18 würde 9 werden. F würde sozusagen neu, ähnlich wie bei dieser Breitensuche, wo wir ja die Knoten entdecken. Ja, wir würden jetzt sozusagen auf F neu stoßen. F hat bislang den Wert unendlich und würde jetzt den Wert 17 bekommen als Kosten von 1 plus 16. Ja? Genau. B hat sich verringert, F ist auf 17 gesetzt worden und der Knoten C ist aus der Menge hier verschwunden. Das heißt, das ist unsere neue Menge T. Ja, und jetzt geht das so weiter. Wir gucken uns wieder von den verbleibenden Knoten den an, der den bisher geringsten Abstand hat. Das ist der Knoten D, müsste das sein, der hier mit dem Wert 2. Genau, was ich hier auch eingezeichnet habe sozusagen. Der neue Weg oder der neue kürzeste Weg zwischen A und B geht jetzt nicht mehr direkt über diese Kante. Die habe ich jetzt sozusagen noch gestrichelt dargestellt. Ich habe sie schon bereits bearbeitet. Aber der kürzeste Weg geht jetzt von A nach B über den Knoten C. Darum ist das hier sozusagen ganz orange gefärbt. Der nächste Knoten, hatte ich gesagt, ist der Knoten D. Von D aus kommen wir auf Knoten H, wir kommen auf Knoten F. F hatte bislang schon einen Wert von 17. Ja, jetzt können wir F über den mit Kosten 2 plus 12, 14 erreichen. Das heißt, der Wert von F wird sich verändern. H würden wir neu entdecken, würde den Wert 19 bekommen. Ne, passt, 14, 19. So, D verschwindet. Ja, und so geht das Ganze irgendwie weiter. Als nächstes würden wir A haben wir nicht mehr, C haben wir nicht mehr. Das sieht man jetzt nicht so richtig auf die Schnelle. B würden wir als nächstes auswählen. Ja. Was passiert bei B? Bei B kommen wir auf E, wir kommen auf F. Das wird aber nicht günstiger. Da müsste eigentlich alles so bleiben. Das Einzige, was wir neu entdecken, ist der Knoten E. Der bekommt jetzt als Wert, wir haben hier die 9 plus die 8 sind 17. Der Knoten F hier, die Kante, die wird sozusagen nicht dazu beitragen, auf einem günstigsten Weg nach F zu kommen, weil der günstigste Weg, den wir bislang zum Knoten F haben, geht hier unten her und der würde durch diese Kante nicht verringert werden. Als nächstes kommt jetzt der Knoten F. Ja, von dem aus würden wir jetzt hier hinkommen, hier hinkommen. Können wir mal schauen, F wurde bislang erreicht über 14. Mit dieser Kante kommen wir zu H. H hätte dann sozusagen den Wert 15, ist günstiger als der bisherige Wert, würde sich also definitiv verringern. G würde sozusagen neu gesetzt werden und würde den Wert F 7 plus, 14 plus 7, also 21 bekommen. Dann haben wir noch verblieben den Knoten, was hatten wir, F. Jetzt müsste der Wert H kommen. Ja, von H aus erreichen wir keinen neuen Knoten. Das müsste alles so bleiben. Dann hätten wir noch den Knoten E, 17. Auch da wird sich, glaube ich, nichts verändern. G, muss ich gerade mal gucken, 25. Nee, das müsste dann ja auch alles so bleiben. Genau, und der letzte Knoten, der da übrig bleibt, ist der Knoten G. Da ändert sich auch nichts mehr. Das heißt,
Der Algorithmus ist erstmal fertig. Das ist sozusagen das Ergebnis und enthält jetzt die Längen oder die Abstände dieser Knoten zu unserem Startknoten A. Ja, also beispielsweise, und jetzt hier dargestellt optisch, sozusagen mit durchgezogenen orangen Linien, sind dann auch dargestellt, wie ich diese Knoten erreichen kann. Weil das kann ich ja aus dieser Tabelle alleine nicht ablesen. Ja. Das kann man sich, also wenn ich das sozusagen in dem Algorithmus speichern würde, könnte ich das mit einem zusätzlichen Feld einfach machen, indem ich beispielsweise hier sage, okay, ich lege an dieser Stelle hier, trage ich noch ein, wenn sozusagen das Ding hier greift, ja, dann würde ich das Feld für den Vorgänger, P von V soll das heißen, würde ich auf U setzen. Ja, dann hätte ich sozusagen eine zweite Tabelle angelegt. Die schreibe ich mal direkt hier hin. Wenn ich das mache, da würde ich dann einfach nur die Werte eintragen oder die Knoten eintragen, über die ich den Knoten erreicht habe. Das heißt beispielsweise für den Knoten B, ja, der ist hier identifiziert worden, dass er am günstigsten über diese Kante erreicht werden kann. Das heißt, für den Knoten B würde ich da das C eintragen. Für den Knoten C wäre der Vorgänger der Knoten A. Für den Knoten D wäre auch der Vorgänger der Knoten A. Für den Knoten F wäre das diese Kante. Sprich, ich müsste da den Knoten D eintragen. E habe ich erreicht über B, das würde ich da eintragen. G habe ich erreicht über F und H habe ich auch erreicht über F. Wie gesagt, das kann ich machen, indem ich, wenn ich hier sozusagen diesen Abstand neu setze und quasi hier bei der Berechnung des Minimums der Teil greift, ja, dann kann ich dieses Feld P setzen und habe dann automatisch auch sozusagen den Weg direkt bestimmt. Und was ich damit auch noch bestimmt habe, ist, wenn ich jetzt mal das als ungerichteten Graphen betrachte, habe ich damit auch einen minimalen Spannbaum berechnet. Ja? Weil ich kann jetzt wenn ich das jetzt sozusagen als ungerichtete Kanten betrachte, habe ich jetzt erreicht, dass ich jeden Knoten von jedem anderen erreichen kann. Und zwar über günstigstmöglichen Weg. Ja, oder mit den günstigsten Gesamtkosten. Das müsste zumindest so sein. Ja. Also es gilt, und das werden wir uns gleich angucken, warum das gilt, dass der Algorithmus von Dijkstra berechnet die Abstände von V0, also von unserem Startknoten, mit der Komplexität V², also Knotenanzahl zum Quadrat. Und es gilt am Ende des Algorithmus, dass diese ermittelte Tabelle, ich habe da eben auch immer schon von Abstand gesprochen, ja, das habe ich aber, das müssen wir eigentlich noch zeigen, dass das auch tatsächlich der Abstand ist zwischen den Knoten, Startknoten V0 und dem Knoten T. Ja, und das gilt für jeden Knoten aus unserem Graphen. Und das müssen wir uns jetzt überlegen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Genau, das machen wir wieder hier. Korrektheit von dem Dijkstra-Algorithmus. Also die Initialisierung. Die setzt ja dv gleich unendlich für alle Knoten v aus v ohne den Startknoten. Und wenn man Knoten nicht erreichen, so bleibt das auch bei diesem Wert. Wenn wir aber einen Knoten erreichen,
Ja, dann wird das irgendwann im Verlauf des Algorithmus definitiv kleiner als unendlich. Dann gucken wir uns jetzt mal diese Knoten an. Wenn wir uns jetzt einen Knoten T für Knoten T mit sozusagen der ermittelten Größe d von t gilt sicherlich. Gilt sicherlich, dass der Abstand kleiner ist als diese ermittelte Größe. Warum ist das so? Naja, wir haben das definiert. Den Abstand haben wir definiert als die Länge eines kürzesten Weges. Ja? Und wenn wir das hier berechnet haben, und das wäre kleiner als das Ding, ja, dann wäre das ja nicht richtig. Weil das ist ja genau so definiert als die Länge eines kürzesten Weges von V0 zu T. Und wenn wir diese Größe ermitteln und die wäre kleiner, damit finden wir ja auch einen Weg zu diesem Knoten T mit geringeren Kosten, das kann nicht sein. Also es gilt sicherlich das. Und was wir jetzt gleich zeigen werden, dass hier sogar das Gleichheitszeichen gilt. Ja, aber das gilt sicherlich. Ja, da der Algorithmus einen Weg von V nach T mit, ich schreibe mal hin, mit Kosten dt findet und per Definition d von V0 t die günstigsten Kosten. Nee, ich schreibe mal Länge, weil ich jetzt eben die ganze Zeit von Länge gesprochen habe, also schreibe ich auch mal Länge. So, also das stellt die kürzeste Weglänge dar und darum muss das definitiv immer gelten. So, was wir jetzt zeigen. Also wir werden jetzt zeigen, dass umgekehrt, oder sagen wir, dass das umgekehrte, oder die umgekehrte Ungleichung auch gilt, ja, dass also dt auch kleiner ist als der Abstand zwischen V0 und t und dann muss natürlich folgen, dass die beiden Werte auch identisch sind. Und was wir da machen, machen wir so einen Induktionsbeweis und zwar dieses Mal wie folgt. Und zwar gucken wir uns an die Reihenfolge in der die Knoten bearbeitet werden. Ja, das entspricht ja gerade der Reihenfolge, mit der sie aus dieser Menge T entfernt werden. Ja, T ist ja die Menge der Knoten, für die wir diesen Abstand noch nicht endgültig bestimmt haben. Ja, und in jedem Schleifendurchlauf nehmen wir uns ja einen Knoten daraus, gucken uns dann sozusagen die ausgehenden Kanten an und verbessern dann sozusagen die Abstandswerte der nachfolgenden oder adjazenten Knoten. Ja, und jetzt nehmen wir sozusagen, machen wir eine Induktion quasi über diese Schleife, die wir da durchführen, und gucken uns da die Knoten an, die wir da gerade bearbeiten. So, Induktionsanfang wäre, dass wir uns den Startknoten angucken. Und was gilt für den Startknoten? Für den Startknoten
V0 gilt, naja, im Algorithmus setzen wir das. Setzen wir, dass dieses Tabellen oder diese Tabelle oder dieses Array D an der Stelle V0 den Wert 0 bekommt. Ja, das ist irgendwie ganz am Anfang, wird das in der Initialisierung gemacht. Ja, und das ist aber auch gerade per Definition der Abstand von V0 zu sich selbst. Ja, so haben wir das definiert. Also das passt. So, und jetzt gucken wir uns einen Knoten an. Induktionsbehauptung oder Induktionsvoraussetzung. Wir betrachten jetzt einen Knoten U. Und ja, diese Behauptung, also das Ding hier oben, das gelte jetzt für alle Knoten, die wir vor U schon aus dieser Menge T entfernt haben, also die wir vorher schon bearbeitet haben. Das ist jetzt die Induktionsvoraussetzung. Und die Behauptung gelte für alle Knoten, so, und jetzt kommt sozusagen die eigentliche Überlegung, der Induktionsschluss. Es sei jetzt gucken wir uns im Prinzip erstmal einen Kantenzug an, es sei V0, V1, Vn und das sei unser Knoten U. Da sei jetzt erstmal ein Kantenzug von V0 nach U. Und zwar ein solcher, da soll sogar ein kürzester Weg sein. Von V0 nach Vn gleich U. So, aufgrund der Induktionsvoraussetzung, ja, dass für alle Knoten, die ich vorher schon bearbeitet habe, können wir uns jetzt das Folgende überlegen. So, dann gilt, beziehungsweise das brauchen wir noch gar nicht, dann gilt für alle h, oder nehmen wir mal i gleich 0 bis n, das folgende. Also wenn das hier oben, wenn das ein kürzester Weg ist, ja, dann können wir das folgende, gilt dann automatisch, dass nämlich der Abstand von v0 zum Knoten vi, dass das gerade schreibe das mal hin und dann erkläre ich es nochmal, minus 1 vj. Ja? Also wenn das ein kürzester Weg ist, von v0 zum Knoten vn oder Knoten u, ja, dann muss gelten, dass der Abstand zu allen Knoten, die zwischendrin liegen, ja, dass das sozusagen gerade die Summe der Kantengewichte dieses Weges ist. Ja, wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte das nicht der kürzeste Weg sein. Ja, also das muss gelten aufgrund dieser Eigenschaft, dass es ein kürzester Weg ist. Ich nenne das doch mal anders hier. Ich nenne das mal ganz kurz hier. Ich nenne das nicht i, sondern ich nenne das h. Das i brauche ich jetzt nochmal. Also das nennen wir einfach h, h, h. Ja? Also alle Knoten, die zwischendrin liegen, gilt das hier. Gilt dieses Ding. So, jetzt wählen wir i als den maximalen Index eines aus entfernten Knoten
Ja, das ist sozusagen jetzt der maximale Index in dieser Knotenfolge oder auf diesem Weg, der aus T bereits entfernt wurde. Was gilt dann? Dann gilt nach Induktionsvoraussetzung gilt erstmal das D von V0 bis zu diesem Knoten VI. Ja. Das ist gerade die Summe, wie wir da oben festgestellt haben. J gleich 1 I. VJ minus 1, VJ. Und wir wissen aber auch, das ist gerade D von VI, weil das Ding haben wir ja schon berechnet. Ja, das ist ja in dem Algorithmus berechnet worden. Wir haben in dem Algorithmus ermittelt, dass einmal dieses neue Gewicht, ja, in dieser Zeile, wo wir dieses Minimum berechnen, und wir haben sozusagen auch den Vorgängerknoten, können wir da identifizieren, beziehungsweise wir gucken uns ja die Kanten an, die zu VI hinführen. Ja, und dann ist das sozusagen zwangsläufig eine Folge davon. So, angenommen, jetzt machen wir einen Widerspruch. Also kombinieren jetzt hier sozusagen zwei Beweisprinzipien, einmal Induktionsbeweis und jetzt nehmen wir noch einen Sachverhalt an, von dem wir zeigen, dass er nicht der Fall sein kann, ein Widerspruchsbeweis. Also angenommen, es ist VI plus 1 ungleich diesem Knoten U, den wir jetzt haben. Ja, also wir nehmen jetzt an, dass der Vorgängerknoten hier, oder was wir zeigen werden, dass der Vorgängerknoten von diesem Knoten Vn oder U, ja, dass das der letzte ist, den wir aus U den wir aus T entfernt haben. Und jetzt nehmen wir das Gegenteil davon an und zeigen, dass wir dann auf den Widerspruch kommen. Also wir nehmen jetzt dieses hier an. Das heißt, I ist ungleich N minus 1. Ja, jetzt tragen wir zusammen, was dann gilt. Dann gilt das D von VI plus 1 das ist VI plus Omega VI plus 1. Das war die Zeile 9 in unserem Algorithmus. Da wird dieses Minimum berechnet. Ja, und wenn wir das Minimum berechnen für den Knoten hier, VI plus 1, ja, das wird ja berechnet als das Minimum des bisherigen Wertes oder als dieser Wert. Ja, das kleinere der beiden ist der Fall. Das heißt, das gilt sicherlich, wenn die Schleife in dem Algorithmus durchlaufen ist. Ja, entweder war er vorher schon kleiner, dann steht hier ein echtes kleiner, oder er wird gesetzt zu dem Wert, ja, und dann gilt dieses kleiner gleich auch. Also das gilt sicherlich. Dann gilt nach dem Durchlaufen nach Durchlauf Weißschleife. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo dieses VI aus T entfernt wurde. Ja, das folgt nach der Konstruktion in Zeile 9 des Algorithmus. So, da im weiteren Verlauf, ja, das Dingen, das wird niemals größer, das wird ja immer nur kleiner. Ja, durch diese Minimumberechnung kann das niemals wachsen, das heißt, das wird definitiv noch kleiner. Das heißt, das gilt auch nach Abschluss des Algorithmus. Ja? Wenn das einmal gilt, dann gilt es sozusagen zukünftig dann auch immer.
So, da es mit jedem weiteren Durchlauf höchstens verkleinert wird. Wenn U aus T entfernt wird. So, was passiert dann oder was gilt dann? Dann gilt dann haben wir auf der einen Seite D von VI plus 1, das schreibe ich jetzt einfach hier nochmal hin, dass das kleiner ist als VI plus Omega VI VI plus 1. Das ist aber gerade gleich, und zwar gilt das nach Induktionsvoraussetzung. Das entspricht dem Abstand von V0 nach VI. Das heißt, das ist D von V0 VI plus Omega VI VI plus 1. Und das ist gerade D von V0 bis VI plus 1. Und das ist kleiner gleich per Definition dV0 bis U. So, wenn jetzt wäre jetzt D von V0 bis U, wäre das kleiner als D von U. So wäre auch d von Vi plus 1 kleiner als d von U. Ja, das gilt wegen dieser Gleichung hier. Ja, wegen Stern. Und was wäre dann passiert? Wäre vor U aus T entfernt worden. So, das steht aber jetzt im Widerspruch dazu, dass wir gesagt haben, naja, wir haben dieses VI eben so ausgewählt, dass es der maximale Index ist eines Knotens, der vor U aus T entfernt wurde. Ja, und jetzt haben wir aber auf einmal VI vorher noch entfernt worden. Also das passt nicht. Das steht im Widerspruch. Von I. Ja, also. So, das heißt, daraus folgern wir dann, dass du, dass das auch kleiner ist als dv0 von u. Ja, und damit habe ich das gezeigt, dass sozusagen neben der Tatsache, dass das hier oben gilt, das auch gilt, dass die ermittelten Werte in dem Algorithmus, dass die kleiner sind als der Abstand, ja, und damit sind sie identisch. Ja, das heißt, dieser Algorithmus ermittelt tatsächlich die kürzesten Wege von dem Startknoten zu den übrigen Knoten. So, gucken wir uns jetzt kurz an den Aufwand. Wie aufwendig ist das Ding? Wenn das mein Algorithmus ist, dann habe ich eine Initialisierung. Das läuft einmal über eine Schleife über alle Knoten. Das heißt, da haben wir irgendwie einen Aufwand O von V. Dann haben wir die eigentliche Schleife. Da stecken wir anfänglich alle Knoten rein. In jedem Schleifendurchlauf nehmen wir einen Knoten weg. Das heißt, die läuft insgesamt auch V mal durch. Also Anzahl Elemente V mal natürlich, also Anzahl der Knoten. So, und was passiert hier?
Naja, wir müssen, die aufwendige Operation ist einmal das Ding hier und wir haben hier nochmal eine Schleife. In dieser Schleife gucken wir uns sozusagen alle adjazenten Knoten an. Also das kann auch maximal O von V werden. Also es gibt maximal V benachbarte oder wenn wir Knotenmenge N haben, also N Anzahl der Knoten, dann sind das maximal N minus 1 Durchläufe. Ja, und um das U zu finden, für das minimal ist, ein ganz naiver Ansatz ist, ich laufe einmal durch und suche nach dem Minimum, dann habe ich auch O von N. Das heißt, in Summe haben wir da V Quadrat. So, wenn ich das beides zusammenfasse, also das ergibt zusammen quadratischen Aufwand. So, was wir uns jetzt noch überlegen müssen, was man sich überlegen kann, dass man das koppelt, das hatte ich gerade schon gesagt, wenn ich da beispielsweise sowas einsetze wie eine Q oder ein Heap, wie wir das bei dem Heap-Sort kennengelernt haben. Ja, bei dem Heap kann ich ja immer, werden das als kennengelernt bei dem Sortieren als Max-Heap, dass das teuerste Element immer ganz oben steht. Das kann ich natürlich auch als Min-Heap organisieren, dass sozusagen, wenn ich da diese Werte für D berechne, dass ich das über so einen Heap organisiere und dann auf diese Minimumberechnung oder die Auswahl des Knotens mit dem bisher minimalen D-Wert, dass ich da in O von 1 Zeit zugreifen kann, ja, dann kriege ich diese Laufzeit hin mit einer komplexeren Heap-Struktur, bei der einige Operationen, insbesondere dann, wenn ich mehrere Heaps zu einem Heap zusammenfasse, sogenannte Fibonacci-Heaps, kriege ich es noch günstiger hin. Da kriege ich dann eine Laufzeit hin von ja, entweder Kantenmenge, ja, was natürlich bei einem dichten Graphen auch V-Quadrat ist, oder halt V log V, ja, ist ein bisschen günstiger als das V-Quadrat, wenn wir da sozusagen mal naiv dran gehen. Genau, das hatten wir gesagt, löst das nur für positive Kantenlänge.